Andalusia gibt es einen kleinen Hügel, der heißt Suspiro del Moro, der Seufzer des Mauren. Und er erzählt von einer Geschichte, als 1492 die katholischen Heere die iberische Halbinsel von den Fremden bereinigten, die damalige Form der wertebasierten Außenpolitik. Da gab es die schöne Stadt Granada und sie war 3 Jahre belagert. Und der König dieser Stadt überlegte, die Ernten waren vernichtet und die große Schlacht stand bevor. Und er sagte sich, die Stadt ist zu schade, als dass sie im Kampf untergeht. Und die Menschen, die in ihr leben, sind zu schade, als dass sie in diesem Kampf kaputt gehen. Und er entschied sich, die Stadt kampflos den Katholen zu überlassen. Und auf diesem Hügel schaute er zurück auf seine Stadt, auf sein Königreich und weinte. Und seine Mutter sagte, ja, hättest du gekämpft wie ein Mann, müsstest du jetzt nicht heulen wie ein Weib. Das ist die Geschichtsschreibung, mit der wir groß geworden sind. Immer die stolzen Reiter, die aus der Schlacht zurückkommen. Wir kennen die Kriegerstandbilder. Auf Pferden mit dicken Eiern in jeder Stadt stehen sie. Es ist die Geschichte von den siegreichen Kriegen, aber diese Geschichte gibt es nicht mehr. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist kein Krieg auf dieser Welt gewonnen worden. Irgendwann wird er abgebrochen, weil man vernünftig wird und aufhört. Vielleicht müssen wir unsere Geschichtsauffassung umdrehen, unseren Stolz brechen und eher den Gedanken von Seneca folgen, dass ein ungerechter Friede allemal besser ist als ein gerechter Krieg. Vielleicht sind solche Seufzerberge, so Spiro del Moro, die eigentlichen Lichtzeichen in unserer verwirrenden Geschichte.